Sache an einem etwas interessanteren Ort. Warum hier? Haven ist ein vertrauter Ort. Er wird immer wichtig für euch sein. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich habe an eurer Seite gesessen, während ihr schlieft und den Anker untersucht. Wie lange kann es schon dauern, sich ein Mal auf meiner Hand anzusehen? Ein magisches Mal unbekannter Herkunft, das mit einer einzigartigen Bresche im Schleier verbunden ist? Länger, als ihr vielleicht denkt. Ich habe jeden nur denkbaren Test durchgeführt. Ich habe das Nichts durchsucht und doch nicht das Geringste gefunden. Cassandra dachte, ich treibe ein falsches Spiel. Sie drohte, mich als Abtrünnigen hinrichten zu lassen, wenn ich keine Ergebnisse liefere. Dem hätte ich niemals zugestimmt. Ihr wart nicht in der Verfassung, Einwände zu machen. Es sah nicht so aus, als würdet ihr je wieder erwachen. Wie konntet ihr auch? Eine Sterbliche, die körperlich durch das Nichts geschickt wurde. Ich war frustriert, verängstigt. Die Geister, die ich hätte um Rat fragen können, waren durch die Bresche vertrieben worden. Ich wollte euch helfen, aber ich hatte kein Vertrauen in Cassandra. Oder sie in mich. Ich war bereit zu fliehen. Aber ihr seid geblieben. Ja. Ich sagte mir, ein Versuch noch, die Risse zu schließen. Und ich scheiterte. Gewöhnliche Magie zeigte keine Wirkung. Die Risse wurden größer. Und ich fand mich damit ab zu fliehen. Doch dann... Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Ihr habt sie mit einer Geste geschlossen. Und meine Welt änderte sich. Eure Welt änderte sich? Nur eine Redensart. Die Metapher kenne ich. Mich interessiert eher das meine. Ihr verändert alles. Ihr Charmeur. Das sollten wir nicht tun. Es ist falsch. Selbst hier. Selbst hier? Was meint ihr damit? Wo denkt ihr, sind wir hier? Es ist nicht real. Darüber lässt sich streiten. Doch dafür solltet ihr besser aufwachen.